Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu der Champions Hockey League mit den Berliner Eisbären. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns im ersten Viertelfinalspiel und wir haben Angriff und Verteidigung gegenüber der Schweizer auf unserer Vorteilsseite. Dafür haben die Schweizer die Tore auf ihrer Seite. Aber schauen wir mal, was hier auswärts passieren wird. Wir haben nur 5 Spiele, dann werden wir Meister. Und jeder, der was meine Let's Plays kennt, der weiß, mit jeder Mannschaft, mit der wo ich die Champions Hockey League gespielt habe und mit jeder Mannschaft, mit der wo ich natürlich die Saison spiele, diese Mannschaft wird auch Meister. So, auf geht's. Auswärtsbulli verlieren wir mal. Bulli ging mal. Leo, kommst du, du bist unser Topstorer. Du musst Schirger jetzt ein Tor schießen. Marcel. Jawohl. Auf den Marcel mit unserer Nummer 92 ist Verlass. Holt uns jetzt das Bulli. Na, holt er uns nicht. Tag. So, schon gedacht, was ist los? Geht's hier nicht mehr aus? Fiore. So, nicht einmal bei Vicky und die starken Männer geben, der was genauso passen hat. Fiore. So. Ich komm schon auf Gedanken, gell? Bisschen weiter noch links gleich hätte ich müssen mit dem Schuss. Leo.
Wir brauchen ein Absicherungstor unbedingt. Ende vom ersten Drittel, wir liegen 1 zu 0 vorn. 1 zu 0 ist mir aber zu wenig. Und hier unser Nummer 89, unser Zack, schießt das Tor. Das ist viel Pass. 16 Minuten nur zum Spülen. Bloß keinen Fehler machen. Bloß keinen Fehler machen, Jungs, hier. Es ist Viertelfinale. Wir wollen ins Halbfinale unbedingt. Und es schaut im Moment gut aus. Weil der Fiore schießt nämlich bis 3 zu 0. Verzögerungsstrafe. Kevin Clark. Vier Eisbären sind genauso gefährlich wie fünf. Jetzt werden wir reduziert auf 3. Jetzt wird es natürlich schwierig. Aber ich werde mein Bestes versuchen, dass wir auch mit 3 Eisbären hier ein Tor erschießen. Konzentration haben wir schon, das ist schon mal gut. 30 Sekunden nur, dann kommt der erste Eisbär wieder zurück. 10 nur. Und wir sind komplett. Zweifach Unterzahl, gut überstanden. Thank you.
Jawohl. Auf unsere Nummer 21 hier von Fiore ist halt voll aus. Zweites Tor am heutigen Abend. Schafft er einen Hattrick? Man weiß es nicht. Kevin. Können wir da mal bitte die Wiederholung sehen, wo es war da? Okay. Schiedsrichter sagt einfach halten und dann. Ich hab's jetzt leider nicht mitgekriegt, gell? Deswegen. Aber macht nichts. Zumindest sind wir dann im letzten Drittel dann komplett. Wir haben es ja bewiesen, dass man mit drei Eisbären Unterzahl übersteht. Jawohl! Unser Nummer 7. Unser Frankie. Zu früh. Jetzt hat letztes entscheidendes gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Vor allem, wo sind die Berlinerinnen? Schweiz gibt nur mehr alles. Dreizehn nur auf der Uhr.
10 Minuten nur. Ja, lass den Goalie auch ein bisschen mitspielen. Arme Mensch, der sieht nichts von da. So, Fiore. Ah, verliert dann. Sie wissen es genau, dass er vor einem Hattrick steht. Frankie. Ah, nicht. Ah, macht uns auch nicht die 6 zu 0. Jetzt halten wir den Shootout für den Goalie. Und den kann man schon. Hat gut blockt. Auch nicht. Jawohl, ja, 15 Sekunden noch. Und einen 5:0 Auswärtssieg gegen die Schweiz. Hervorragend. Berlin hat das erste Viertelfinalspiel gewonnen. Jetzt könnten wir rein theoretisch das zweite auf Unentschieden spielen oder verlieren. Trotzdem würden wir jetzt seit meiner Rechnung noch nur ins Halbfinale einziehen. Also das Halbfinale wäre schon einmal gesichert. Außer wir verlieren 10:0. Das weiß ich aber nicht. Glaube, dass das passieren wird. Weiß kennt es mir, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Unser Goalie ist der Star Nummer 3. Dann haben wir einen Morgan mit 2 Assists. Und einen Fiore mit 2 Toren. 3 Stars, 2 Tore, 2 Assists. Wir bekommen 3 Punkte dazu, also heißt es, wir haben 26 Punkte hier auf der Tabelle der Champions Hockey League. Und dann skippen wir uns mal für hier auf den 10. Dezember. Unser Leo bleibt Topstorger. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle. Mannheim steht auf 2, super. Die Südtiroler, die Bozner. Ich mache aber jetzt ein bisschen mit auch mit Österreich, gefällt mir aber ganz gut. Stehen da auf 5, Salzburg steht auf 7. München steht auf 17. Und in die Playoffs steht es jetzt 5:0 im Viertelfinale. 4:1 steht es für die Adler. 0:2 für Bozen. Oder gegen Bozen, muss man ja sagen. Und 4 gegen 4 zu.
4 zu 1 gegen Salzburg. Also vom Schriftzug unten müsste das Salzburg sein. Ja, München ist ausgeschieden, nicht Salzburg. Entschuldige. Anyway. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese sportliche Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Champions Hockey League mit den Berliner Eisbären weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!